Hallo und herzlich willkommen zu Batman Arkham City. Ja, meine Freunde, es war wieder sehr lange her, dass ich wieder was aufgenommen habe. Das lag alles daran, weil ich mein Zimmer umräumen musste, technische Probleme passiert sind und das mit dem Boot wisst ihr ja schon. Und als Entschuldigung habe ich einen Gast neben mir. Das ist der gute alte Alpha Kevin. Ich bin wieder da. Hey. Ja. Genau, und bevor wir starten, möchte ich Darth Maul, Starkiller Base Vitelli 81, Terry Barr. Also die möchte ich auf jeden Fall erwähnen, weil die einfach mich supportet haben, weil die so krass sind und Kommentare reingeschrieben haben und mich unterstützt haben. Ich möchte mich auch bedanken für euer Support, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr mir so viele Likes gegeben habt und wie gesagt, auch dass ihr mir Kommentare geschrieben habt. Das war echt krass. Und dann beginnen wir mal mit unserer Mission. Wir trinken jetzt das beste Bier aller Zeiten. Ja, damit. Saufen. Ja, damit. Gut. Lecker. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und dein Willen manipuliert. Passiert irgendwas, was nicht passieren soll? Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Okay. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Und wie soll ich das schaffen, wenn ich betrunken bin? Da kann ich auch nichts mehr machen. Egal, ich versuche mein Bestes. Abstürzen und hochziehen. Da unten, da unten, da unten. Ja, das ist so die erste, das ist ein Problem, hier Absicht runter hier. Ich glaube, jeder schafft. Läuft bei dir. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Oh, nice. Danke für das geile Intro. Alpha Kevin, red mal weiter. Ich habe irgendwie gar nicht so viel zu reden. Na, los geht's. Ja, ich auch nicht. Also, das ist halt nicht gut. Wir müssen mehr sprechen. Das ist ein Let's Play. Was passiert eigentlich hier bei diesem Party gerade? Warum ist hier alles kaputt? Ey, warum lacht er uns aus? Oh mein Gott, Ninjas! Nein, was passiert hier? Was tun die Ninjas? Nein! Oh mein Gott, ich bin ja der allerkrasseste, ey. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Vielleicht. Mein Nachfolger? Frag mal Alpha Kevin, ich hab keine Ahnung. Ich glaube ja, aber jetzt ist er weg. Also mich. Oh, schade, jetzt hab ich mir extra so viel Mühe gegeben für gar nichts. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wenn er mal da bleiben würde. Und jetzt, da gab's uns. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Nice. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Oder Schlechtes. Oh, oh. Das war aber richtig schlechter Mitfeuer von Yamatorix, das kannst du doch besser. Ja, so egal. Das ist mein Kanal, ich gestalte jetzt so wie ich will. Ich will nicht tun, was ich will. Ist dir doch mal klar, weil ich tue das, was ich will. Wenn du überlebst, wenn du jetzt irgendwann... Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Aha. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Bist du eigentlich ein Hologramm oder warum sehe ich dich so, aber du bist nicht menschlich? Verstehe ich nicht! Ich verstehe hier nur... Bahnhof? Gibt's hier einen Bahnhof? Hallo, ich will mit dem Zug weiterfahren! Da rechts ist nur Zugspur.
Echt nice. Ich das nächste Mal hin, wenn ich nochmal das mache. Wow. Doch, das mache ich doch bei neuen Spiel Plus. Hier gibt es ja New Game Plus Promos. Neues Spiel Plus. Kein Plus. Ja. Ich werde jetzt zu gut dafür. Ich bin auch zu, ob ich auch gut genug hierfür bin. Aber was soll das? Nein. Einfach ins Gesicht geschlagen. Warte. Ich muss eine richtige Kombo machen und nicht irgendwelche Tasten drücken. Bam! Walter, das ist ja klapper, geht's doch gar nicht. Was soll das? Oh Mann, ey. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Nee. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Ich hab dich gar nicht gesehen, du musst das nochmal sagen. Ich hab dich nicht gesehen. Was hast du gesagt? Ja, aber wahrscheinlich lebt er dann ewig. Alter, was passiert da? Was zur Hölle passiert hier? Das ist ja richtig komisch. Wie ist er reingehen oder nicht? Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Wo zur Hölle ist der Kelchen, wo ich das beste Bier gesauft habe? Gesoffen. Ich gesauft. Ja, wo ist das hin? Habe ich ausgetrunken. Och Mann, oh. Töte die mal. Aber Respekt vor mir. Jetzt muss ich gleich auf den Boden kacken hier. Ich stehe hinter dir. Ich muss dir sagen, dass ich gerade hinter dir stehe. Oder was meinst du dazu? Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich wieder da. Hey, wie findest du das da, Alpha Kevin? Ich nehme die jetzt so richtig durch. Wie gefällt dir das? Oder willst du es lieber von vorne? Ja, willst du es von vorne, ja? Oder lieber nicht? Oh ja, ja. Okay, ich und du. Willst du nicht? Alter, ich glaube, die Shield. Scheiße. Okay. Hab Respekt vor mir. Kammer des Dämons. Bist tot. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Da hat er also das Bier hergenommen. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich habe gesagt, ihr sollt mich durchlassen. Ja, da ist ja Wasser von Bier. Okay, warte. Alles abgesoffen. Das war Toilettenwasser. Ha. Ekelhaft. Wer bist du denn? Ach so, du bist Talia Al Ghul. Was geht ab? Du hast es geschafft. Nee. Bist du überrascht? Jo. Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Was, muss ich einen Döner essen oder was? Ich will einen Döner essen. Es geht. Wah, wah. Ey, guck mal, das war's, Al Ghul, was geht ab? Der hat gerade eine Handy-Nachricht bekommen. Geil. Ross Al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Nice. Töte mich. Oh. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Nicht bevor ich was? Gegessen du hab. Hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Okay, nein. Und das? Das ist dein letztes Wort? Vielleicht. Und jetzt guckt ihr es an, Alpha Kevin. Der tut so, als ob er Jesus wäre. Jesus, Imitation, aber er ist nicht Jesus. Nee. Er wird jetzt jünger. Guck. Ja, moin. Was sagst du, deine Handy-Nachricht von mir? Jetzt kann nur einer von uns diese Kammer lebend verlassen. Okay. Das werden wir ja sehen. Das wird dann Talia Al Ghul sein.
Ja, was geht ab? Ja. Ich sag jetzt die ganze Zeit, was geht ab? Komm einfach mal, was ist das? Dann, nein, Talia tot. Warte, ich glaub, ich hab ihn getötet. Achso, nee, ist der jetzt noch los. Ich hab ihn wieder gesehen. Ich geh jetzt hier lang und forsche dieses Gebiet. Gut, du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Geh weg von mir. Oh mein Gott, da kann ich mal vier passen. Geh weg. Ich weiß, welcher der ist. Wer denn? Nee, der verändert sich, der kann sich doch. Geh weg, Alter. Unsere Zahl ist Legion. Ja, und meine Zahl ist Batman. Oh mein Gott. Du hättest dich uns anschließen sollen. Doch egal. Geh weg. Sei mal leise. Du kannst uns nicht schlagen. Okay, das war's dann wohl. Sieh die wahre Macht. Mein Gott. Meiner Lazarusgrube. Alter, wer bist du denn? Oh, what the fuck? Und, wenn ihr das kennt von Akku-Pilot, sind seine Shuriken, nee, seine Ninja-Spielplan, wie der Ton wie bei Arkham Asylum bei dem Battering. Nein, das hier, ja, ich weiß schon. Ja, du weißt schon. Der hier, oh mein Gott, geh weg! Was soll das? Beuge dich! Ich beuge mich kurz! Nö, ich beuge mich nicht. Und ich hab dich gleich down, Alter. Ja! Oh ja, ich glaube, er ist tot. Oh, ah! Doch nicht. Oh Mann, ey, lass mich seine Erde aus. Oh, ja. Ja, niemals! Alter, kurz vorm Tod, Alter. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen. Den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Meine auch. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Wieso? Akzeptiere dein Schicksal. Mein Schicksal ist ein Dünner. Akzeptiere unser Schicksal. Ja, dann gehen wir zusammen. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Alter, nur alles wegen Döner, weißt du? Was soll das eigentlich? Was soll denn der Scheiß? Es gibt so viele von uns. Schwanziger kommt genug. Es gibt so viele von uns. Was soll denn der Kack? Ich hab mein Bestes gegeben und jetzt wurde ich... Geh weg. Du kannst uns nicht besiegen. Du kannst uns nicht schlagen. Mein Gott, nein. Oh, das war ja nice. Unsere Zahl ist Legion. Geh weg, wo du keine Freunde hast. Was soll der Quatsch? Du kannst uns nicht besiegen. Doch. Unsere Zahl ist Legion. Oh mein Gott, hast du es gesehen? Flashback. Du hättest dich uns anschließen sollen. Oh mein Gott. Sagt ja immer dasselbe. Es gibt so viele von uns. Oh mein Gott, scheiße. Hey, du kannst Freude uns an. Nicht schlagen. Macht meine Witze hier so auf. Es gibt so viele von uns. Oh mein Gott. Bam. In dein Face, Alter. So, jetzt erkundet ihr wieder. Oh, dann wieder dieser Windstoß, ey. Was soll der Quatsch, ey? Ja. Jetzt kommst du auch mit deinem Schwert an. Hast du keine Freunde oder was? Du kannst uns nicht schlagen. Ich spreche mehr. Ich kann dich schlagen. Mit meiner Faust. Aua. Konnte ich mal voraussehen? Ja, ich sterbe hier gleich, Alter, von der Scheiße. Du kannst uns nicht besiegen! Geh weg, Alter, nur du kein Freund hast!
Oh, geil, das Slow-Mo, Alter. Junge, ich will einen Döner, kein Babybrei, Alter. Gib mir einen Döner. Wen versucht ihr eigentlich? So, hier, kriegt halt auf den Nuss, Alter, in dein Gesicht, Alter. In your face. Was passiert jetzt? What the fuck? Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Vicky Vale auch. Also ich werde nicht zu sauer, aber es wäre echt schon scheiße, Alter. Die Talia gehört mir, Alter. Die gehört nicht dir. Die hole ich mir jetzt selbst, Alter. Aber er weiß ganz genau, dass sie tu es! Umgekehrter Batarang. Vorprogrammierter, ferngesteuerter Batarang, der seine Flugrichtung umkehrt und von hinten auf den Gegner aufprallt. Dies lässt den Gegner benommen und verwirrt zurück. Hast du gehört, Ra's al Ghul? Er tut es! Du weißt, dass er es tut! Ich tu, was ich will, Alter. Okay, und jetzt können wir noch zum letzten Mal zum vorletzten Mal diesen Raum angucken. Guckt ihn euch genau an. Das ist schon hässlich. Tu es! Hier sieht man, diese ganzen, wie heißt das? Lazarus? Gut. Streck mich nieder, Detective. Umarme dein Schicksal. Ja, das ist halt eben von der Lazarusgrube hier. Und da ist die Lazarusgrube. Wenn ich dort reinspringen würde, dann wäre ich so. Tu es! Genauso krass wie er. Okay. Wird nur hässlich dadurch. Okay. Beim nächsten. Tu es! Gut, von mir aus, wenn du willst. Oh, guck mal hinter dich. Ah, jetzt hinter dich gucken müssen, weil wir so ausweichen müssen. Ah, voll gewesen. Alter, gib mir jetzt gut, Alter. Der stirbt. Detective! Okay, ich will dich doch noch am Leben haben. Oder noch eine Rolle spielen. Du hättest mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Aber das hast und du auch nicht besser gemacht. Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht! Ihr zwei verdient einander. Ja, ich weiß, ich bin schwul. Du siehst alt aus, Russ. Nein, nicht ich, sondern Batman. Was ist dir wirklich los? Vergiss es. Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Aha. Ich lebe seit 600 Jahren. Aha. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Gruppe betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ra's. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Ja, aber doch nicht Ra's. Vor allem. Er ist hässlich. Beende deinen Kreuzzug, der letzte Kreuzzug, Indiana Jones. Bruce, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, du wärst tot. Tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ra's gefunden? Nö. Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Nö. Was ist da los? Ra's befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wieder zu erwecken. Oh. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ra's war dem Zeug zu lange ausgesetzt, das hat sich bemerkbar gemacht.
Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ras gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ras ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Hat Robin dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hi, Barb. Freue mich, von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. What the fuck? Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ras genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. Oh, verdammt, ich muss nochmal wieder zurückgehen. Ich muss nämlich ein Rätsel machen. Sieh dir das an, Alpha Kevin. Wenn du dir das angesehen hast, dann ist das Rätsel da. Guck. Sind diese dämonischen Zwillinge eine Gefahr? Ja. Talias Wache. Ja. Beantworte schon gleich die Frage. Ja. Ist halt so. Okay. Komm. Dann stelle ich jetzt dir die nächste Frage, okay? Ja, er stimmt. Warte. Du liest die Frage und beantwortest sie. Gesucht, tot oder lebend? Natürlich tot. Begraben am Sonntag. Wurdest du auch am Sonntag begraben? Naja, nee. Ich wurde auch am Sonntag begraben. Und dann hat man mich wieder ausgebuddelt aus dem Sandkasten. Nee, weil nur ein Scherz, ist mir nicht passiert. Ja, aber lustig, oder? Wenn ich im Sandkasten wäre, dann wäre ich der Sandman, verstehst du? Dann hätte ich endlich die... Oh, du bist... Dann hätte ich die Kräfte von Sandman, weißt du? Nicht von Sandman, aber vom Sandmann. Oh, dann hätte ich die Kräfte von Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Armen groß. Und weiter weiß ich den Text nicht. Ich rutsche eine Röhre runter. Wie Mario. It's a me, Patio. Oh, oh. Oh, ich muss noch einen Stufenaufstieg machen. Alter, was will ich unbedingt haben? Nichts. Oh, Kampfpanzer. Ja, damit. Oder was meinst du da? Meinst du das okay? Nee, mach mal verstärkter Gleitangriff. Hört sich jetzt besser an. Nein, kugelsichere Panzerung. Na, hab ich doch schon. Ist egal. Dann mach ich Kampfpanzer jetzt. Dann mach. Ich hab jetzt einen Panzer. Vom Kampf. Wow, wow. Vielleicht ist es sogar ein Kampfpanzer. Das wäre ja mega cool. Oh mein Gott. Wonder Avenue. Was auch immer das bedeutet. Wunder. Achso, und das habe ich auch, habe ich auch nicht richtig übersetzt. Das ist nämlich der Tempel von der Wunderstadt. Wonder City heißt Wunderstadt. Wonder Woman heißt Wunderfrau. Wow, wow. Habt ihr jetzt nicht gewusst, gell? Ich bin der krasse englische Nerd. Und ich hab immer nur 5 auf mein Zeug. Oder waren es doch 6er? Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überleben der Menschheit. Und jetzt hören wir, das ist ja wahnsinnig gut, der Ansager. Ich hab gesagt, ihr sollt drauf aufpassen. Und wenn ihr nicht drauf nachgedacht, dann seid ihr voll Noobs. In der Noob. Wir sind alle Noobs. Nee, tut mir leid. Ich nicht. Was zur Hölle ist eigentlich mit dir los? Aber ihr seid schon etwas Spaß. Nicht nur ihr. Egal, nimmt das nicht einfach zu ernst. Wenn ihr es zu ernst nimmt, dann nimmt einfach euch. Das ist nicht mehr zu ernst. Dann nehmt euch einfach Schlagsahne und sprüht es gegen euer Gesicht. Ne, gegen der Wand und dann explodiert. Wenn ihr das glaubt, dann. Das verspreche ich euch nicht. Das Versprechen ist nicht. Kein gutes Versprechen.
Weißt du, was Exposition bedeutet? Ja, aber natürlich. Warte, da können wir gleich mal nachgucken. Das ist die Exposition. Boah, oh. Mal sehen, was Exposition bedeutet. Auf Deutsch natürlich. Nee, nee, auf Englisch. Exposition. Das bedeutet Exposition bedeutet Exposition. Oh mein Gott, Alter. Was soll das? Hab ich doch gesagt. Scheiß die Wand an. Das heißt, die Wunderschaft von der Exposition. So. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich hin muss. In der Stadt. Da geh ich jetzt weg. Nein. Du bleibst da. Denkst du nicht mal jemals auf der Schule? Deswegen hab ich auch so viele Sechser bekommen. Verstehst du? Wenn man auf der Schule gewesen ist, kriegt man Noten. Aber ich war nie auf einer Schule und hab ganz viele Sechser bekommen. Verstehst du? Oder verstehst du nicht? Ich verstehe schon. Echt? Nee, war ein Sport. Nee, denn ich bin ein Mädchen. Ich hab ja noch weniger Sinn. Ich weiß. Deswegen tue ich es auch. Boah, boah. So, dann gehe ich hier mal raus. Hier wurden wir auch richtig benommen. Dann gehen wir mal weg. Ey, die Wunderstadt, ey. Die Wunderstadt. Die macht uns keine Wunder. Aber es ist eine Stadt. Achtung, jetzt lag Hügel. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Interessiert niemanden, Alter. Wieso sagst du jede Stunde uns Bescheid, wann scheiß Protokoll 10 losgeht? Interessiert niemanden. Diese Freunde, den du besser tust. Denkst du, das ist dein Freund? Und wie? Hast du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Nein. Ja, Kabelpott ist der. Ich hab nein gesagt. Wir müssen uns nur neu gruppieren, indem wir in den Tunnel und machen sie fertig. Nein, im Tunnel stehen. Ich freu mich. Das wird die reinste Trotanjagd. Die Trotanjagd hat gewonnen. Kleines Vögelchen. Hey. Und dann wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, wir gehen weiter durch die Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Pinguin wird sterben. Und wenn Batman ihn schnappt, dann wird's für uns noch einfacher. Hey, so unter uns. Ich habe gehört, dass Cobblepot in seinem Museum jede Menge Krempel hortet. Wenn wir da sind, gehört alles uns. Anderes auf dein Krempel. Meinst du? Wieso sollte er? Ja, hast recht. Er ist ja ohnehin bald tot. Sieht so aus. Ach was, selbst wenn er überleben sollte, wird er nichts davon merken. Das wird klasse. Tja, ich habe keine Lust, mich mit euch zu unterhalten oder eure Konversation zuzuhören. Diesmal nehmen wir uns aber alle ganz doll vor, Batman aufzuhalten. Ja? Ich geh weg. Eigentlich nicht. Ich sitze in Arkham City fest und Joker sagt mir, was ich zu tun habe. Alles wie immer. Okay. Ja, dann los. Jo, der Grund, warum ich jetzt weggehe von der Stealth-Passage ist, weil ich euch was zeigen will. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwas hier zu machen. Ich will nämlich schon längst mit dem Spiel aufhören. Mal nur Scherz. So, jetzt gucken wir mal, ob wir, ohne dass wir die besiegen, ob wir hier durch können. Was soll der Quatsch? Wieso sind wir eingesperrt? Funktioniert nicht so gut. Warte, ich weiß, was funktionieren würde. Geh auf. Geh auf. Sesam, öffne dich. Nein, ich weiß, was ich anfange. Sesam, tu dich öffnen. Ah, ich habe echt mein Bestes gegeben. Okay, explosiv geht. Und hab BAM! Hey, wie wär's mit Elektroschocker? So soll es geschockt werden? Okay. Wenn du es schockst, musst du es direkt anfassen. Also. Ich versuche nur mein Battery. Okay, wie wär's, wenn ich einfach den Schalter, der hier damit verbunden ist, treffen. Ja, du hast mich nicht auf diese Idee gebracht. Oh, Reiner. Oh mein Gott. Du bist hier nicht willkommen. Doch, immer. Ich will nicht mit dir kämpfen, Croc. Lass mich durch. Du riechst anders. Ich rieche den Tod. Oh, du
Ich muss nicht mit dir kämpfen, Batman. Ich muss nur abwarten, bis ich deine Leiche fressen kann. Das war so ein kleines Easter Egg, wenn man einfach mal einen anderen Weg gehen will und nicht einfach die Story verfolgt. Das passiert halt.